Hallöchen meine Freunde und damit herzlich willkommen wieder zurück zu City Economy, endlich wieder im Multiplayer, mit den Tino hier, dem Pinken. Jo! Schön guckst du auf den Boden. Ich weiß ja nicht, was du hinter mir machst, du Schwuggele. Ja, siehst du eigentlich so aus wie ich, würde ich mal blöde fragen. Kannst du mal schön vor mich knien, mein Freund. Ist aber auch schön. Alles! So, auf jeden Fall, endlich wieder Multiplayer zurück! Ich hatte es ja in meinen Folgen, in meinen Singleplayer-Folgen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ja immer schon mal angesprochen. Der Patch ist endlich gekommen. Es ist leider noch nicht alles drin, so wie wir es uns vorgestellt haben. Aber zumindest können wir zusammen in demselben Fahrzeug fahren und können quasi die Aufträge zusammen erledigen und so weiter, was uns jetzt erstmal als Anlass gegeben hat, im Multiplayer auf jeden Fall weiterzumachen. Weil das ist ja schon mal Gold wert. Weil das größte Problem war ja, einer fährt mit dem Fahrzeug los und der andere, weil man eben keine zwei Aufträge aktuell annehmen kann, und der andere fährt eben mit einem total anderen Fahrzeug hinterher. Totaler Nonsens. Ups, Alter, totaler Nonsens. Ja. Ich bin also aber gespannt. Schon mal, also es können jetzt in den großen Fahrzeugen, wie hier beispielsweise, 2-3 Mann einsteigen, je nachdem, und bei den kleineren dementsprechend nur 2 Mann. Also hier passen jetzt 2 Das ist ja rein. In Ordnung, aber was mich auch interessiert ist, füllt sich das Fahrzeug, wenn ich jetzt die Tonnen entleere? Ja, das weiß ich nicht. Aber ja, das ist das, was mich interessiert. Ne? Das müssen wir halt jetzt schauen. Die Sync-Probleme sollten eigentlich... Junge, bist du bescheuert? Zwar rot? Ist permanent rot. Ach stimmt, wir sind Multiplayer. Okay. Hast mal übelst angeschrien, den Homo. Naja, interessiert mich ja Gott sei Dank nicht. So sieht's erstmal aus. LOL. Und es ist halt alles ein bisschen größer geworden. Du kannst jetzt. Bleib mal ganz kurz stehen. Ah, okay. Die Karte aktualisiert sich erst, wenn ich aussteige. Naja, gut. Okay, nice. Aber ich sehe leider nicht, was jetzt cool wäre, wäre auch so die Anzeigen, so Schaden, Sprit und Füllstand, weil ich kann ja rüberlunzeln aufs Tacho, ne? So ist ja nicht. Hier rechts rein, Mann. Ja. Also wie gesagt, ihr könnt jetzt halt den großen zu dritt und die Dings zu zweit. Die Tonnen lassen sich jetzt schneller bewegen. Wenn hinten die Arme ausgefahren sind, wären wir nicht wie so Dummy auf 20 km/h runtergebremst und alles. Das ist in dem Sinne schon mal vom Vorteil. Nein, das ist eigentlich nicht so ganz richtig. Vorher wurdest du, glaube ich, auf 10 km/h begrenzt. Das haben sie jetzt auf 20 km/h hochgenommen. Und sag mal, was machst denn du? Mit dem Müllauto kannst du jetzt unendlich fahren, wenn die Dinger hinten öffnen. Nein. Ich wollte dir diese schöne Allee zeigen. Kannst wir du nicht. Gleich sind. Halt an, ich mach auf. Ich wollte dir diese schöne Allee zeigen. Halt an, ich mach auf. Hinten. Ich glaube nicht, dass das geht. Danke, Manus hatte wie immer recht, oder? Wir sind bei 50 km/h. Ehrlich? Ja. Krass, ich hab gedacht. Bei einigen haben sie es nur ein bisschen erhöht oder halt nur drinnen gelassen, aber bei den Müllmännern haben sie es halt rausgemacht. Situation. So, da heute ein schöner sonniger Tag ist, werde ich mich dazu bereit erklären, hier die erste Mülltonne zu holen. Wenn es dann regnet, bist du dran, ja? Ja. So, jetzt bin ich gespannt, ob sich die Anzeige... Geh mal rein in die Karre, ich bin mal gespannt, ob sich füllt. Ich bin in der Karre drin. Ach so, alles klar. Hab gedacht, du suchst mir schon wieder hinten im Müll rum. Nach neuen Sachen. So, jetzt, pass auf, es geht los. Ich drücke das Knöpple. Ja, die Tonne wäre jetzt entleert, ne? Die Tonne wäre jetzt entleert und ändern die Tisch nicht. Hat keinen Füllstand dazu bekommen. Nö, nope, bleibt bei dann bei 20. Ach, Jungs. Die einfachsten Sachen. Wirklich die einfachsten Sachen. Na gut. Wir hoffen einfach, dass jetzt jeden Tag ein Patch kommt. Ach, du Heimatland. Fahr da rückwärts ran. Lass mich erst raus und fahr rückwärts ran. Komm, kannst weiter, hier ist frei. Weiter, nicht so schnell, Mensch, jetzt Kinder. Noch ein Stück, warte, noch ein Stück. Mach doch, sagt er, Olaf. Stopp! Mensch, jetzt Kinder.
Fertig, hier fasst noch die Mülltonnen um. Warum bin ich eigentlich der Assi, der hier die Dinge aus? Ich würde gerade sagen, Junge, es sind drei Stück. Steig mal schön aus hier und mach mal mit. Hier kannst du die Leere wegräumen. Ja, oder ich räume die Leere weg, ne? Das kann ich natürlich auch machen. So. Siehst du, wo die hin muss? Top. Ey, du Pissbalken, Junge. Mach jetzt dich vom Acker. Jetzt ist das weg, wo die hin muss. So, jetzt ist verpackt, ne? Wetten? Aber la Papp, da steht sie doch. Das sehe ich sogar. Alter, was ist denn das hier für Typ? Hau ab. Hä? Ja, der NPC. Was laberst du, Junge? Da ist gar keiner. Gut, ja, dann sehe ich den noch. Ah, pro Tonne werden jetzt noch 5% aufgefüllt, alles klar. Gut, das war nämlich eine Story-Mission, die wir hier gemacht haben. Och, total toll, ich hab die schon gemacht. Na, dann sehr erfreulich. Dann gehen wir die jetzt mal hier drüben noch ab. Weiter so, Gratulation. Jo, ich gratuliere Utle. So, siehst du hier, winkt sie die Dame. So, guten Tag, jo. Alles klar. So, gucken wir Straßensaugen mal. Klingt aber auch ein bisschen verboten, oder? Straßensaugen, wollen wir das mal ausprobieren? Können wir machen. Warte mal, kann ich einen Job annehmen? Ne, kann ich auch wieder nicht, ne? Oh, Alter. So. Leute, das sind ja eigentlich. Ich glaube, das sind programmiertechnisch keine aufwendigen Sachen jetzt ohne Scheiß. Also, ich würde es echt toll finden, wenn das. Wenn wir da wirklich zeitnah. Sowas noch mit reinkriegen würde. Wir sprechen auch Lob für dieses Spiel aus. Unendliches Lob, wenn das wenigstens solche Sachen noch passieren würden. Wir hätten ja wenigstens mal die Dinger noch einklappen können, ne? Was soll schon passieren? Na sag mal. Was soll passieren? Ne, also. Das ist, ob wir mal vielleicht gar nicht versichert sind, wenn die hinten ausgeklappt sind. Das ist halt so die Sache. So, wenn das ist ja den ganzen Schmutz schon. Wir müssen hier auch. Wo steht der Straßensauger? Der steht da oben, wo wir jetzt hinfahren. Ah. Er steht da so rum. Ja, da ändert sich halt leider gerade auch alle 5 Minuten. Das war unser Kritikpunkt. Mal gucken, ob sie sich das noch annehmen. Na, das ist wirklich, die Intervalle sind ein bisschen. Naja. Ja, Randy hat natürlich schon ein paar mehr Fahrzeuge. Randy hat auch. Also das Game, das Safe Game, was wir jetzt hier spielen, hat doch schon 3 Bezirke. Und warte mal, den Stammbaum wollte ich mal. Genau, und da haben wir Abschleppwagen und Straßenverkehr. Ich hatte ja, bin ja in die Richtung Gärtner gegangen. Oh, Randy hat ja auch schon ein paar Punkte verteilt. Das ist natürlich nett. Sag, wie hast du das gemacht? Lass mich mal saugen. Du hast wieder gecheatet. Ach, das wäre eine Lüge, so. Du bist mal ein Cheater, ey, Alter, ohne Mist. Warum fährt man nicht? Vielleicht Handbremse drin, ich weiß es nicht. Oder bin ich als Fahrer drin? Ich bin als Fahrer drin, würde ich mal behaupten. Alles klar. Gut. Es geht los. Oh, wir haben noch 97% Wasser. Ja. Alles noch frisch an Manier. Und zu 67% sind wir schon voll gesaugt. Ja. So, warte mal, die nächste Straße sollte das sein. Ja, da sind wir schon dran vorbei. Sabbel nicht, Junge. Oh, ist hier drüben auf der Straßenseite, das siehst du doch. Ach, da unten ist das, ja, stimmt natürlich. Einmal quer durch die Fußgängerzone. Ich warne doch nur die Leute. Wenn du mit den Maustasten arbeiten würdest. Ich warne nur die Leute. Ne? Ja. Ach, was ist denn das? Ist das ein Scherz jetzt gerade? Das soll ich jetzt auch. Das soll ich jetzt aufsaugen? Das sollst du jetzt aufsaugen, ne? Kommst du immer irgendwie mit auf deine Pfeiltasten, oder? Nein, aber ich muss erstmal in die richtige Richtung hier. Ja, weil du jedes Mal schon den Sauger bewegst. Sauger habe ich nicht bewegt, ne? Mhm. So, warte, Besen ausfahren, Nicht die Besen. Na klar, da sauge ich jetzt, ne, jetzt wirst du aber sehen, Junge. Sauge an, geh. Und ab geht's, Junge. So, warte. Was denn? Das kehren wir jetzt schön zusammen und dann saugt er das rein, ne? Mach mal. Warte mal, Sauger an, Sauger. Was mit dem Besen? Geht die auch irgendwie an? Ich höre nichts, der Sauger ist so laut. Was ist das für ein Bums?
Warte mal, könnt ihr mal die Fresse halten hier mit dem Sauger? Das kann ja nicht wahr sein. Was ist, was haben die Besen für einen Sinn? Du sollst ja nicht die Straße reinigen, du sollst ja saugen. Ja, was haben die Besen denn für einen Sinn? Ja, wenn du, das Besen ist Straßenreinigung, nicht Straßensaugung. So ein Quark hab ich schon nie gehört. So. Ein schlapper Schlauch da hinten, Junge. Na, ob er es mal einsaugt jetzt, oder wie? Boah, Alter, der eine Penobel da wieder, ne? Das ist aber auch sowas von laut. Ja, ja. Das ist ja wie so ein Misch, oder? Ja. Was denn jetzt? Jetzt kommt hier das Symbol, Kern, oder was? Nee, nee, das ist die ganze Zeit schon so, das Kern-Symbol. Ach so. Komisch. So, hier. Boah, Alter, hab ich aber aufgesammelt jetzt hier, die Popel. Was ist das eigentlich, was hier liegt? Keine Ahnung. Irgendwas Oranges ist halt. Nee. Das hätte ich jetzt fast gar nicht erkannt. Ja, das. Guck mal. Boah, schnell aus. Warte, erstmal hier reinfahren. Sauge wieder nach oben. Ja. Boah, buh, Alter. Wie wenn so eine Turbine. Und nun? Am nächsten. Warte, warte. Fahren wir erstmal zurück. Das Ding hier hat 69% schon drin. Den können wir erstmal fix auslernen gehen. Das ist nämlich direkt hier oben. Gucke. Au. Oh. Junge. Die Lenkung ist aber aggressiv, ey. So, warte, hier. Da ist Staubsauger-Entsaugungsanlage. Ach, und Wasser auffüllen auch gleich. Na, das ist doch schön. Aber haben wir 97%. Sag mal, was ist denn da los? Was machen denn die Besen da? Die backen bei mir so ein bisschen rum. Die schlängern dagegen rum wie so eine, keine Ahnung, wie so ein... Hast du die Karre halt quergelegt. Ja, aber bei mir schlenkern die Arme rum wie so eine, keine Ahnung, eine Fliege mit gebrochenen Flügeln irgendwie. So sieht das aus. Q, Handbremse, F und rein damit. Oh, hier, da kommt der Schmatter rein. Das passt gar nicht durchs Gitter, ist so ein Fake. Ja, und jetzt ist er einmal verschwunden, alles klar, ne? Es ist eingetaucht. Du tauchst doch gleich mal ein. In der Fresse willst, im Asphalt. Willst du ihn, ja. So, komm, hier abgestellt. Nächster Auftrag. Ja, der ist schon längst drinne. Wir müssen Straßenreinigung, steht bei mir. Ja, richtig. Schöne Wetter! Ja, jetzt Reinigung, nicht saugen. Ach so, wir waren gerade bei Straßensaugung? Ja. Das ist ein Ding. Was haben wir denn jetzt? Schnee, alles klar. Es schneit. Und ich sehe nicht. Also fast nicht. Gottes Willen. Jetzt hier, dann dort, dann über. Ui. Machen wir da auf der Hauptstraße links. Willst du nicht mal mit mir reden? Tino? Ja. Ich muss gerade lachen. Ich habe hier eine WhatsApp gekriegt. Das ist gerade ein bisschen funny. Ich habe, was hast du gesagt? Entschuldigung, ich habe dir nicht zugehört. Ja, deswegen. Erzähle einfach. Was denn? Ja, jetzt erzähle. Was soll ich denn erzählen? Ja, ist ja gerade irgendwas funny. Ja, aber das ist ja privat gerade. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Alles klar. Da gehen wir weiter geradeaus hier. So, da vorne soll der Schnudderradatz ja dann sein. Hoffentlich wird er bald wieder Sonne, weil sonst sehe ich schon nicht. So, nehmen wir hier die Rapunzeln an. Ach hier, sollst du jetzt. Ach hier, gut, ha, verstehe. Aber mir haben sie die Bürsten vorhin gar nicht gedreht, ne? Na, komisch. Ja, du fährst jetzt einfach hier drüber und es ist weg, oder was? Ja, weil das siehst du ja, das hat ja nichts mit Orange zu tun. Das ja, ist schon klar. Ich weiß, was Straßen saugen und Straßen reinigen ist.
Das freut mich. Hm. Das auch freut mich. Ist ja voll der Lollo-Job. Halt nicht gerade spektakulär aus, richtig. Nee. Der Klingkarre brauchst du halt ein bisschen länger, ne? Weil nicht so viel. Das ist schon breiter. Der große hier, oder was? Ja, ja. Du Cheater, ey. Ja. Weil den Leuten halt was zeigen. Ist hier mühsam, Alter. Tu hier die Beete mit dem kleinen Fahrzeug, tu hier Rasenmähen, wichs mir hier einen ab in jede Folge, ey. Und alles und der 100.000 und fertig. Ey, das glaube ich nicht, ne? Könnt ihr mal sehen, ne? So ist der Unterschied. So, haben wir aber auch geschafft. Alles sind fertig, glaube ich. Gut, dann, wenn du das glaubst, du hast du. Dann in dem Sinne, meine Freunde, sind wir fertig für den Part. Däumchen da nicht vergessen. Ja, Videobeschreibung unten, dritter Link, da kommt der Zettino seiner Sicht. Ja, gut. Ja, egal. In dem Sinne, bis morgen. Ciao. Tschüss.